Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge vom Last Epoch Let's Play. Jo, auf Level 82, bald 83, noch ein bisschen. Und wir sind auf der Suche nach Unix. Ich habe ein paar Unix, also diese Ringe mit Unix-Hintergrund, also mit goldenem Hintergrund, genau. Und ja, ich bin eben noch auf der Suche nach dem Ghostmaker-Dolch. Und dann können wir noch ein bisschen heute Soulfire Dungeon machen. Da müssen wir aber noch hinlaufen. So, ja, ich freue mich, weil das Spiel macht mir momentan extrem viel Spaß. Obwohl ich eigentlich so viel machen kann. Es ist einfach dieses gängige Rollenspiel, also Hack and Slay eher, was mir sehr viel Spaß macht. Und da ich jetzt momentan sowieso auch sehr, sehr viel Motivation habe, mit euch irgendwelchen Rollenspielquatsch zu machen, also wirklich Eintauchungen in verschiedene Spiele so richtig rein, wo ihr auch mitmachen könnt und so weiter, je nachdem welches Game, freue ich mich besonders auch auf die kleineren Projekte, wie zum Beispiel Last Epoch, wo jetzt auch wieder wahrscheinlich täglich kommt. Aber es kommt drauf an, es ist mir momentan einfach zu heiß gewesen. Es sind viel Gewitter zwischendurch. Und ja, ich habe einfach sehr viel gemacht außerhalb vom PC, damit es mir wieder besser geht gesundheitlich. Jetzt habe ich zwar noch ein bisschen, ja, diesen Asthma-Hals, aber es geht. Also es ist nicht so schlimm und sollte euch hoffentlich auch nicht so nerven, wenn es ein bisschen abgeht. Knickt ist oder so, manche Worte. Aber sobald ich mich manchmal auch ein bisschen räuspere, geht es wieder sehr gut. Also tut mir leid, wenn ich gerade ein bisschen räuspere, damit ich aber eine bessere Stimme habe. Aber es geht halt nicht gerade gut anders. Ich muss mich immer zuerst eingewöhnen. Jetzt momentan, also wenn ich gerade irgendwelche Allergien habe. Da ist überall diese Gerste, ich weiß nicht. Es ist wahrscheinlich schon die Gerste, aber es gibt überall Gerstenfelder und Sojafelder. Ich wusste gar nicht, dass Soja in der Schweiz wächst, aber wahrscheinlich bei diesen Temperaturen, bei fast 40 Grad, wächst wahrscheinlich Soja trotzdem gut. Und weil es ja immer feucht ist. Ja, ich freue mich drauf auf Soja. Ich habe Soja sehr gerne, aber nur als Soße. Weiß ja nicht, also ja, Sojasprossen habe ich auch sehr gerne. Habe ich jetzt aber diesen Sommer nur einmal gegessen. Oh, gerade der Schwere. Ja, ich bin wieder total am Schwitzen unter den Achseln. Ich muss noch ein bisschen duschen. Ja. Ah, vor allem auf Ding freue ich mich sehr auf den Namen schon Red Dead Redemption. Beziehungsweise Red Dead Online, glaube ich, heißt es. Freue ich mich riesig. Aber da muss ich mich noch zuerst ein bisschen reinfinden. Nur kann man nur einen Charakter, glaube ich, machen oder nur mit Umwegen einen zweiten. Da werde ich wahrscheinlich einfach alles in, ja, Let's Roleplay zeigen, also lernen müssen. Jo, also, da haben wir schon mal einen, aber es ist 30% Increased Health. Und dann haben wir hier oben irgendwie einen, hier einen und hier einen. Die müssen wir machen. Machen wir mal den leichtesten. Da sind gleich zwei mit Health. Okay, machen wir den leichtesten, weil die rare Monster meistens gefreezed sind. Sind sie nicht so schwer. So, hier müssen wir wieder hier noch mehr Health nehmen. Und jetzt haben wir schon 1461, sehr gut. Wow. Oh, gerade diese Magier mag ich nicht so, weil die Giftgeschosse sieht man so wenig gut. Sie sind aber nicht so stark. Sie waren damals, als ich die Kampagne Akt 8, nein 9, ja, genau auf Gegnerlevel gemacht habe, noch ein bisschen schwer, aber mittlerweile sind die eigentlich nicht mehr so schwer. War ja schon einige Zeit. Wann kam das raus? Kam das im August 2022 raus? Wahrscheinlich noch früher. Im März, im Mai 2022 kam der 9. Akt raus. Jo, und das war eigentlich die beste Neuerung seit längerem.
die Entwickler machen irgendwie ein paar Sachen recht viel falsch. Keine Ahnung. Weil sie könnten es viel motivierender machen. Oh ja, so ein Kultring möchte ich gerne nehmen, genau. Für den Drachen. Aber schaffe ich das? Wahrscheinlich nicht. So, ich muss ein bisschen mehr angreifen, weil Aspect of the Spider habe ich. Ich habe es übrigens gar noch nicht gezeigt. Ich habe hier Dedication of an Arrested Primalist. Und hier habe ich drauf, ja, vor allem die Physical Resistance ist sehr wichtig. Dafür haben die Minions weniger Leben, das hat ja irgendwie so 200 mehr Leben gegeben, das andere Relikt. Dafür einfach 38% Chance on hit to grant an on for your Minions Aspect of the Spider. 2 Sekunden cooldown, also jede zweite Sekunde mal angreifen. Ein bisschen mehr vielleicht auch. Und ja, das habe ich jetzt schon fertig gemacht mit diesem. Ja, da muss man ja immer wieder Sachen freischalten, diese lilanen. Und das habe ich fertig gemacht, damit ich natürlich nicht immer die Einblendungen zeigen muss und ja, man immer wieder aufs Item schauen muss, was ist denn neu. Das sind eben die Werte, sind nicht so gut für diesen Bild. Aber ich habe bald noch einen Separate Tooth Bild in Mache und dann brauche ich das Item sehr gut. Also ein Push ist, ein Empush, ein Push. Empesh, wahrscheinlich. Okay, geht gut. Der Gegner ist gar nicht mal gut sichtbar gewesen und er hat auch viel Damage gemacht. Okay, Cursed Damage Building als Wort. Als Sort. Ah, wieder Boss Anarchy. Ja, Mist. Ist nicht gerade ein gutes Item. So, jetzt müssen wir noch das Health ganz nach oben tun. Wir werden vielleicht sterben, weil wir einfach sehr dicke Rals haben mit viel, viel Schaden. Aber wir sind auch gerade in einer Timeline, die sehr, sehr schwer ist. Ich hoffe, die sind nicht rare, diese Spires. Ne? Oder auch die sind dran sehr stark. In diesem Ring dürft ihr niemals bleiben. Ja. Im hohen Level ist das dann fatal, oder? Wir sind jetzt nämlich schon in einem hohen Level. Jo, wir sind langsam im Endgame, aber diese Corruption, die ist dann schwer. Also, der Shade of Aribis, den schaffe ich noch nicht. Also vor allem diesen Typ, den ich probiert habe. Das ist der Typ, der so ringsum so Eisbrocken, Eisbälle, ja, beschwört. Der hat so einen anderen Angriff, der einfach so einen Boden macht und dann zerspringt, also in tausend Stücke zerspringt, so das Eis. Und der one-hittet mich noch. Also das ist irgendwie nicht gerade so gut balanciert, leider. Wie der Drachenatem auch. Ja. Schade, dass dieser Emperor of Corps sowas von schlecht designt ist. Ich habe es ja angesprochen, anfangs im Part. Der Entwickler macht sich zu wenig Mühe, einfach Sachen fertig zu machen. Gewisse Sachen müssen einfach fertig sein und sie machen es nicht. Also sie tun es einfach in Ruhe lassen, oder? Sie fixen nicht die Probleme. Und genau das gleiche ist in Diablo 4 auch. Da gibt es übrigens einen Keller, der deine Items aus dem Inventar klaut. Stellt euch das mal vor, wenn das nicht gefixt wird. Was da für Spieler irgendwelche Items, wichtige Items oder so verlieren. Das kann katastrophal sein. Liebe Entwickler, schaut doch mal auf die Sachen, die halt falsch implementiert werden und nicht auf die Sachen, die ihr unbedingt implementieren wollt und dafür sehr lange braucht. Das ist genau das Falsche. Die falsche Angehensweise. Liebe Entwickler, macht das einfach besser. Ja. Ich bin selber am Game entwickeln und ich weiß, wie nervig das ist, Sachen zu fixen. Aber es ist nicht schwer. Es ist nicht schwer, es ist nur nervig. Und wenn die Entwickler da immer nur, oh, neuer Content, dann werden die Spiele halt nie gut.
Ich kenne viele Spiele, die ich nicht spielen würde. Zum Beispiel Diablo 4. Ich werde es nicht spielen in so einem Zustand. Ich werde die ersten Season nicht spielen, auch weil sie sehr schlecht ist. Man findet nur so komische Herzen und das war's. Das ist völlig langweilig. Da bin ich lieben, tausendmal lieber Last Epoch spielen. Da gibt es immerhin keine Seasons. Da gibt es immerhin auch nicht unbedingt so eine Sucht, oder? Weil genau das führt immer zu Stress. Ich bin kein Mensch, der gut Stress aushält. Ich habe diese Cortison-Schwierigkeiten. Cortisol heißt sie übrigens, aber Cortison sind die Tabletten, was Stress schlechter abbauen lässt. Also ich bin länger und schneller genervt als andere Menschen, andere Spieler. Und deshalb, ja, bin ich auch noch schon lange nicht gut im selber Game entwickeln. Ich würde es besser machen, weil ich auch kenne die Schwierigkeiten. Ich bin ein Entwickler, ich bin ein Mensch, der Schwierigkeiten erkennt und sie auch jo, anspricht oder ja, der einfach sie zeigt. Aber viele Menschen können das gar nicht mehr, ihr kennt es ja wahrscheinlich. Diese positiven Reviews, wo einfach nur positiv sind, keine negativen drin. Das macht Spiele kaputt, wenn ihr sie nicht, ja, nicht hatet, aber wenn ihr sie nicht auch negativ anspricht, macht das Spiele kaputt. Ich weiß, es ist nicht so motivierend, klar. Aber man spricht ja auch ein bisschen von negativen Sachen. Schaut, wie eben das Spiel gut ist. Mir macht so viel Spaß. Ich kann gar nicht so viel sagen, Positives, weil alles positiv ist. Und die Views sind so, das ist gut, 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 das ist gut. Ihr kennt es vielleicht bei Steam. Einfach alles gut, gut, gut und ich habe es einfach überlesen. Ich weiß nicht mal, was schlecht ist, oder? Ich habe es einfach überlesen. Und so sind Previews eigentlich schlecht. Sehr schlecht sogar. Es nützt dem Entwickler gar nichts. Er weiß ja nicht, was er falsch macht. Der Entwickler muss wissen, was er falsch macht. Ah, aber 9% Chance, ich könnte den Bild machen. Weil 9% Chance ist, glaube ich, Maximum. Ja, ich könnte den Bild jetzt machen, nach dem dritten Drop von diesem Teil. Also könnt ihr einfach diese 9% Chance, wenn ihr crittet, oder? Wenn ihr. Nein, wenn ihr einfach castet. Super. Also wir sind fertig hier, wir haben den Dolch immer noch nicht gefunden. Ich werde weiterhin auf die Suche gehen, aber ich werde heute Abend eventuell noch ein bisschen livestreamen können. Es wird spät werden, gell? Nur nicht wundern. Es wird spät werden. Aber wir gehen noch in den Vita-Parcours, um zu trainieren. Ich brauche es unbedingt. Ja, ist sehr wichtig. Also, weiterhin gehen wir in den Soulfire Dungeon. Ich hoffe, das Spiel stürzt nicht ab. Weil das Spiel stürzt manchmal einfach wegen Überlastung ab. Diese Überlastung kommt einfach von der Engine und das hat wahrscheinlich ein paar. Jetzt müssen wir einfach finden, den Soulfire. Ist das nicht der da? Das ist der eine. Okay. Wenn wir suchen, ja, reden wir darüber. Eben, es ist besser, wenn ich vorher jogge oder so. Gut, dann müssen wir hier hin. Ich wusste, es ist irgendwo da oben, aber in der falschen Timeline. Also, ich habe eben durch diese Nebenniereninsuffizienz habe ich einen schlechten Blutdruck. Und wenn ich dann, also heute habe ich schon gejoggt und gestern habe ich Krafttraining gemacht und so ging auch ziemlich gut. Ja, gestern ging es am Nachmittag, also um diese Zeit. Das ist, glaube ich, irgendwie so 2.30 Uhr ungefähr jetzt. Also 14.30 Uhr. Es ging mir gestern nicht so gut kurz. Bis ungefähr 4 Uhr. Und da habe ich sehr niedrigen Blutdruck gehabt. Aber weil ich heute wieder Sport gemacht habe, weniger Krafttraining, weniger am PC war, um zu grinden, ja, ging es mir damals nicht so gut. Gestern Nachmittag.
Und ich einfach hier runter, ich muss ja auch mal. Weiß es nicht, weil ich hier runter immer wieder gehe, wenn ich langsam spiele. Ich spiele persönlich, wenn ich grinde, relativ langsam. Ich tue in den Let's Play Parts immer sehr schnell spielen, tue aber meistens die Gegner auch besiegen. Also so halb schnell. Aber doch schnell. Und los. Es tut mir nicht so gut, wenn ich allzu lange Let's Playe. Also nicht wundern, wenn nicht so viele Parts kommen. Aber ihr wisst, ich bin halt eben einerseits krank, zweitens bin ich sehr sportlich. Ja. Und halt auch ein bisschen, wie sagt man denn, nett zu anderen Menschen. Ich bin einfach ein ganz großzügiger, netter Typ und kann halt deshalb nicht immer am PC sein. Ich werde immer wieder weggezogen. Die Leute sagen immer wieder in meiner Nähe, komm doch raus, wir gehen Kaffee trinken, wir gehen ein bisschen laufen und so weiter. Und vor allem das Laufen, das Wandern und so braucht halt sehr viel Zeit. Ich weiß ja nicht, wie lange ihr lauft und wie viel. Da ist doch eine Kiste. Aber bei mir ist meistens, ich muss gar nichts hier suchen, das ist sowieso lämlich. Also, bei mir ist es meistens so, dass ich den anderen etwas gebe. Und wie ich so auf YouTube sehe, es ist jetzt nicht gerade so gut, wie die Allgemeinheit mir etwas gibt. Also so die Abonnentenanzahl, die sinkt eher schon wieder ein bisschen. Keine Ahnung, weil wieder Champions of Regnum halt nicht kommt. Aber Champions of Regnum ist auch ein Game, das nicht immer Spaß macht, sondern nur teilweise. Also wenn ihr es wollt, schreibt es unten in die Kommentare und ich mach's wieder. Außerdem, wo ist jetzt eigentlich der Weg da oben? Außerdem, ja, ich spiele halt das, was mir auch gut tut. Champions of Regnum hat mir halt immer diese Nervenprobleme verursacht, diese Stress, den ich nicht abbauen konnte, nach so vielen immer Livestreams davon und so. Aber meine Güte, ich kann eigentlich schon wieder anfangen, frei, nur das Spiel motiviert mich überhaupt. Es gibt ja keine Patches mehr. Scheinbar ist das jetzt wirklich der letzte Patch gewesen damals, am Ende März. Und die Entwickler machen gar nichts mehr. Haze hat mir schon geschrieben, wieso ich eigentlich gar nicht mehr aktiv bin, obwohl ich eigentlich livestreamen wollte. Und ja, er hat auch gesehen, dass ich halt eher so die Event-Sachen dislike. Ich tue es wirklich machen, damit die Entwickler halt auch merken, okay, wir sind nicht zufrieden damit. Aber scheinbar will Haze halt wirklich auch, dass wir es doch liken und so. Das bringt denen gar nichts, oder? Er ist halt Community Manager, will halt, dass ich das like. Jetzt like ich halt alle, sondern dislike, aber es wird ihnen ja sowieso nicht helfen. Aktiv bleibe ich trotzdem natürlich. Aber das ist halt so, oder? Wenn man halt sieht, oh, die Leute möchten es nicht mehr, dann spricht man sie an. Wieso machen sie das? Okay, wir sind falsch. Wo könnte noch ein Eingang sein? Ah, ich weiß, wo der Eingang ist. Wir müssen noch weiterlaufen. Ich bin einmal dorthin gegangen. Einmal. Als ich in einem Livestream das gezeigt habe. Aber ich wusste gar nicht, wir sind falsch. Es gibt eine zweite Höhle. Ah, guck mal an, wir schweben wieder. Cool. Ja, vergeuden wir noch ein bisschen unsere Zeit. Ne, der Soulfire Dungeon, der wird natürlich einfach sein. Der wird uns nicht aufhalten, es überhaupt zu machen, zu versuchen. Der wird einfach sein, Theas. Aber ob wir den Ring bekommen, ja, machen wir es dann einfach im zweiten, also im nächsten Part. Das ist ja irgendwie so der 37. Part oder so. Auswendig weiß ich nicht mal meine Zahlen. Ja, ich bin jetzt nicht unbedingt der gute Zahlenmerker und Namenmerker, das ist wahr. Ich mache andere Sachen dafür viel besser. Oder eher schlecht, ja. Oder eher nicht ganz so gut. Ich denke, es ist auch so wegen
Hochbegabung, Multitasking-fähig sein und so. Dass man halt manche Sachen dann nicht so gut kann, dafür andere mega gut und gleichzeitig kann. Ich bin immer einer, der in Gesprächen im Real Life auch ein bisschen wegschaut. Und das haben die meisten Leute nicht so gerne, weil sie dann immer denken, ich höre nicht zu, da höre ich immer zu. Und das macht sie immer so ein bisschen unsicher. Aber dafür bin ich dann immer derjenige, der danach sagt, ja komm, wir müssen da mal ein bisschen ja, drauf schauen, dass wir einfach reden. Und nicht immer fragen, oh, so hört der andere zu. Ja, ich weiß, so Hochbegabte sind ein bisschen schwierig für die meisten Menschen. Vielleicht bin ich deshalb auch nicht so beliebt, habe nicht so viel Zuschauer. Aber vor allem auch, dass ich halt echt wenig gleichzeitig spielen möchte und aktuelles spielen möchte, bevor ich nicht weiß, oh, das ist gut genug. Sind halt viele Spiele in der heutigen Zeit echt schlecht beim Start, bei Release. Und jo. Die meisten Games, die interessieren mich einfach nicht, weil sie zu wenig Content haben, verschiedene. Die meisten sind 1:1 wie die anderen vom gleichen Genre. Genau, 1:1. Nur ein anderes Setting vielleicht oder eine andere Story. Aber immer gleich. Also zum Beispiel Forza Horizon. Teil 1 bis 5. Immer gleich. Oder ja, auch das gleiche Spiel. Einfach mit einem anderen Entwickler. Need for Speed zum Beispiel. Oder Gran Turismo. Gran Turismo. Immer gleich, immer gleich. Jetzt habe ich wirklich eben ein Nintendo Switch OLED gekauft und Animal Crossing sowie Mario Odyssey noch gekauft und beides genau das gleiche wie andere von Nintendo 64 und GameCube Zeiten, oder? Das Super Mario hat sich nicht verändert. Und Animal Crossing hat sich auch nicht verändert. Das war damals auf dem GameCube das erste Mal rausgekommen. Und zwar das gleiche wie zum Beispiel Harvest Moon. Und ich weiß nicht, ich spiele nicht so gerne gleiche Spiele immer wieder und wieder. Auch wenn sie von anderen Entwicklern sind, sie sollten großzügig anders sein. Endlich sind wir hier. Wunderbar. So, das, ja. Der Suchen nach Gegenden, nach Durchgängen und so mag ich in den Spielen übrigens auch nicht ganz so sehr. Ich bin ein bisschen zu überhastig am Wollen. So, wir müssen so einen Schlüssel haben. Oh, jetzt haben wir ganz viele von den ja, Fetzen. Also, wir brauchen Soulfire Dungeon. So, Soulfire Bastion. Können wir eigentlich T2 direkt machen? Nein. Wir müssen einmal T1 machen. Okay. Es wird ein bisschen leicht sein. Und wir haben noch 7 Minuten Zeit. Oh, schön, dass es direkt weitergeht. Ich gehe einfach drüber. Dann kommt bei mir auch noch diese. Hey, das ist ein Top-Bild für diesen Dungeon. Wir können uns immer so schnell heilen. So. Was ist das? Soulfire Shield, Ability Gain with Incentives. Aha, dass wir weniger Schaden bekommen. Okay, cool. Kisten. Und sobald wir Gegner besiegen, bekommen wir das über. Oh, haben wir oben nicht noch Kisten gehabt? Nein, wir haben oben ja. Also, wir gehen jetzt einfach durch bei T1. Bei T2 können wir noch ein bisschen mehr machen. Genau, die müssen wir besiegen, diese Gegner. Die müssen wir besiegen, damit wir das Schild besser bekommen. Jetzt haben wir nämlich 58 bereits. Und ja, die müssen wir ein bisschen aufsuchen, die Kasten, die sind schon sehr weit weg. Diese Teile. Diese ja, Feuersäulen oder wie man die nennt. Und das ist was? Ist einfach ein Durchgang da. Okay. Ja, es ist ein bisschen ein Labyrinth. Habe ich damals im Livestream auch schon ein bisschen erkannt. Aber, wie soll man das sagen, das ist trotzdem auch ein bisschen spannend.
Wie sagt man dann so? Es ist interessant. Einfach interessant. Ich freue mich, hier so ein bisschen durchzugehen. Ich habe keine Langeweile irgendwie. Ich habe sogar eine Freude, dass ich hier diesen Dungeon machen kann. Das meiste Gameplay ist halt wirklich, ja, diese Monolithen. Du bist jetzt hin, du bist doch irgendwo hier gewesen, kleiner oder großer Boss. Kann das nicht wegmachen? Wie komme ich denn zu diesem... ich will zum Schrein kommen. Ne, wir gehen jetzt einfach zum Ausgang. Die Schreine sind ja sowieso nie gut. Die waren in Path of Exile eigentlich besser. Ich weiß nicht, die Season startet wahrscheinlich dann im August, die neue. Ich werde wahrscheinlich mitmachen. Aber eventuell nur in den Livestreams. Ich habe jetzt einfach hier durchgemacht. Ich kenne so ein bisschen die Bonis. Es ist egal, wo man hingeht, aber ich will jetzt einfach ein bisschen vorwärts kommen. In diesem Part halt noch den Boss machen können. Und sonst wird der Part einfach ein bisschen länger. Okay. Gut, ich dachte schon. Die Minen sind nicht da und so. Hier kann man auch nicht durch, okay. Dieser Raum, ja, ist einfach inzwischen. Also, die Gegner sind wirklich noch ein bisschen leicht. Ist klar. Und macht's mir Spaß. Vielleicht besser, aber... Oh, was bist denn du für ein... Oh. Okay, das hat mich jetzt ein bisschen verwundert, aber Schaden habe ich nicht bekommen. Schaden bekommt man eher vom Feuer, was auf dem Boden liegt. Gelegen hat. Okay, dann will ich kurz anschauen, bevor ich... Nach dem... Ah, es leidet zu schlecht. Zwar ist schon gut, aber nicht für unseren Bild. Nehmen wir nicht mit. Schade. Aber so ein Stab, wenn die gut droppen mit höheren Werten, dann ist dieser Dungeon eigentlich sehr gut für uns. Aber wir brauchen ja den Ring für einen anderen Bild. Okay, das sind Siege Golems. Okay, die habe ich gar nicht beim ersten Mal gesehen, richtig. Er war schon schneller tot, dass ich ihn sehen konnte. Okay, hier geht's nicht weit nach oben. Es ist wirklich. Es erinnert mich an Dungeon Siege 1, Legends of Arana. Da hat es außer Dungeon so einen mindestens gehabt. Ein Multiplayer, der sehr gut versteckt war. Da hat es auch überall so ein labyrinthartiges Game gehabt. Aber das in viel, viel, viel schwerer. Also da hast du dich extremst verehrt. Hattest du lange gebraucht. Das ist etwas, was wir vielleicht mal zusammen in einem Livestream machen können. Dungeon Siege 1 bei Steam installieren. Erstmal ohne Add-on spielen und dann mal mit Add-on spielen. Damit ja beide Versionen drin sind. Weil das Add-on war damals, also das war riesig groß. Und das hat das ganze Spielbalancing so ein bisschen anders gemacht. Und es ist schwerer gewesen, weil es noch nicht, was noch ohne Add-on war. Okay. Das ist ein bisschen böse. Ne? Aber schaut, ich bekomme fast keinen Schaden mehr. Ist noch gut genug, dass ich das machen kann mit dem alten Anschein. So, wir haben 336 Schutz gegen Feuer, das ist doch angenehm. Da drüben ist ein Durchgang, ich schau ihn mir mal an. Ich brauche halt nicht so diese Reliks und so. Diese Fetzen, Schatz. Ja, gut. Das Spiel ist abgestürzt. Machen wir den Dungeon im nächsten Part wieder weiter. Dankeschön fürs Zusehen. Dankeschön, Spiel. Ich mag dich sehr, Spiel, dass du immer abstürzt. Wunderbar. Gut, dann bis zum nächsten Part. Euer Drago Basler. Tschüss.